Hallihallo und Hallöchen zu einer neuen Folge Witcher 3. Wir haben in der letzten Folge ein Level abbekommen. Und das geben wir jetzt mal Osir. Schön ausgeben. Was könnten wir denn aufleveln? Wir machen den schnellen Angriff noch ein bisschen stärker. Genau, super. Jetzt holen wir uns erstmal unser Pferdchen. Und dann gehen wir... Hey, du läufst doch in die falsche Richtung. Komm schon! Dann gehen wir zu den anderen Mädels. Und ich bin immer noch irgendwie der Meinung, dass wir ihr wahrscheinlich einfach das Geld hätten geben sollen und dann wäre alles gut gegangen, aber... So ist gut. Naja, war vielleicht nicht ganz so schlau. Willkommen, willkommen. Immer herein. Der ist ja ein Mann. Ich bin ein Freund von Rittersporn. Ich suche Elihal. Dann bist du hier richtig. Was kann ich für dich tun? Soll etwas gekürzt werden? Soll ich vielleicht die Hose flicken oder die Socken stopfen? Bist du Elihal? Ja. Und mach endlich den Mund wieder zu. Entschuldige, ich dachte, Elihal wäre eine von Rittersporns Freundinnen. Ah, so ist das. Warte kurz. So besser? Nein. Du bist also... Elihal. Hast du mit Rittersporn... Ich meine, wie habt ihr euch kennengelernt? Nachts, in einer Taverne. Er war vollkommen betrunken. Und dann? Ich bin neugierig. Auch wenn ich es nicht wissen will. Was ist dann passiert? Wo denkst du hin? Wir haben uns unterhalten. War's das? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Aber eine Sache sollte ich klarstellen. Männer interessieren mich nicht. Das habe ich ihm auch gesagt. Zum Glück ist Rittersporn ein weltoffener Geselle. Wir hatten einen schönen Abend. Danach wurde er ein treuer Kunde. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Oder warum kleidest du dich so? Ich weiß, es geht mich nichts an, aber warum... Warum ich mich verkleide? Als Kind habe ich immer davon geträumt, ein Doppler zu werden. Stattdessen bin ich Schneider geworden. Mit Kleidung und Kostümen lassen sich alle Facetten der Persönlichkeit zeigen. Heute bin ich eine redanische Gräfin, morgen ein Strauchdieb vom Hafen. Das ist echte Freiheit. Mhm. Wolltest du nie jemand anders sein? Nicht mal für einen kurzen Augenblick? Ist doch gewiss schrecklich langweilig, immer Hexer zu sein. Ich schaffe es, mich bei Laune zu halten. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Kommt er häufig in deinen Laden? Ich habe wirklich versucht, ihn zu einem ordentlichen Wams zu überreden. Leider lässt er sich immer nur einen Knopf annähen oder die Hose flicken. Wann hast du ihn zuletzt gesehen? Ist eine Weile her. Er brachte eine von Soltans Jacken und wollte, dass ich eine zusätzliche Tasche aufnähe. Ein seltsamer Wunsch. Ich hatte das Gefühl, dass er in Wahrheit nur mit mir reden wollte. Ich bin mal ganz kurz weg, meine Spülmaschine piept. Das dauert 2 Sekunden. So, was nehmen wir jetzt? Worüber habt ihr gesprochen, du und Rittersporn? Worüber habt ihr gesprochen, du und Rittersporn? Hat er etwas Bestimmtes gefragt? Lass mich nachdenken. Knack. Wir haben uns ganz normal unterhalten. Aber... Ja, er hat immer wieder nach Kalkstein gefragt. Hätten Rittersporn und ich nicht gleich die Karten auf den Tisch gelegt, würde ich denken, er hätte was mit dem Alchemisten. Er hörte sich wie ein liebeskranker Stenz an. Er wollte ihn wirklich dringend sprechen. Kalkstein in Novigrad? Ich hätte auch nichts dagegen, ihn zu sehen. Du kommst leider zu spät. Die Hexenjäger haben ihn neulich geschnappt und auf einem Scheiterhaufen am Hierarchenplatz verbrannt. Als er starb, gab's ein Riesenspektakel. Beeindruckend. Feuerbestien flogen um den Scheiterhaufen, stiegen in den Himmel und formten explodierende Buchstaben. Wirklich? Und was stand da? Radovid lutscht Schwänze. Danke für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe und schön, dich kennengelernt zu haben. Ich kann dir bei vielem helfen. Wenn du eine neue Hose oder ein Wams brauchst, weißt du, wo du mich findest. Dankeschön.
Vielleicht hat er etwas für uns. Oder sie, oder Hallo. Er, oder es. Willst du vielleicht... Zeig mir mal, was du anzubieten hast. Ich würde gerne mal ein... Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. Trügest? Das ist aber ein schönes Wort. Handeln, nein, 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 nein. Maskenball. Nein, nein. Kannst du auch was machen, was ein universell einsetzbar ist und nicht nur für hübsch, hübsch und so, weißt du? Hm? Ich glaube nicht. Laufplätze! Okay, dann geht's jetzt wieder nach innen. Drei Bergetor. Wunderbar. Oh, ein Brunnen. Ein Brünnchen. Brünnchen. Elfenblut, was? Nee. Hexer. Mein Vorname ist Hex und mein Nachname ist Er. Hex-Er. Sieht aus wie ein Zombie. Götter, der Sinsenmann darf mich holen. Ja, das glaube ich auch. Na toll. Wieso freuen die sich alle nicht, wenn sie mich sehen? Noch hübsch. Ich habe mir extra die Frisur machen lassen. Ja. Ja, dran. Nja, da lang. Was ist denn hier schon wieder los? Wohnt hier Baronin Lavalette? Hat dich nicht zu interessieren. Die Baronin gibt sich nicht mit jedem ab. Keine Sorge. Ich bin wegen ihrer Kammerzofe hier. Molly. Geh aus dem Weg. Die Baronin reitet aus. Verschwinde! Geralt von Riva vor meiner Tür? Das kann kein Zufall sein. Ich grüße dich, Baronin. Guten Tag, General. Du hast recht. Ich komme nicht ohne Grund. Ich weiß, wer du bist. Aber der Etikette halber, Maria Luisa Lavalette. Ein kaiserlicher General und ein Hexer treffen sich und kennen einander. Erstaunlich. Ja, wir kennen einander. Wir haben uns schon getroffen. Und wie? Stell dir vor, Luisa, der Kaiser wollte den Hexer sehen. Da hatte auch ich das Glück, ihn zu treffen. Geralt von Riva ist jetzt im Diensten Kaiser Emhirs. Interessant. Hat war Emreis dich geschickt, um Novigrad von Monstern zu befreien? Ich suche ein Mädchen namens Molly. Sie soll hier arbeiten. Meine Kammerzofe. Leider ist sie gerade bei meiner lieben Freundin Patricia Wegelwut. Vielleicht kann Geralt uns ja begleiten. Er könnte bei den Rennen mit Molly sprechen. Käme das für dich in Betracht, Hexer? Einem städtischen Spektakel beizuwohnen? Okay. Also, wenn Molly da ist... Dann mal los. Kann ich da einbrechen? Die hat da bestimmt ganz viele schöne Sachen drin. Irgendwann später mal. Jetzt bin ich ja gespannt, was hier ist. Da wären wir. Mein Vater besaß ein ähnliches Anwesen in Brugge. Als Mädchen war ich dort oft reiten. Wollen wir uns die Pferde ansehen? Magst du Pferde, Geralt? Eigentlich schon. Ich habe meine Pferde immer Plötze genannt. Die graue Stute ist Cantarella. Von Kahir gezeugt, dem Sieger von Wohle. Grau, schöne Farbe. Auch bei Pferden. Ich wette auf den schwarzen Hengster. Nemrod, reinste Nilfgaarder Zucht. Fehlt noch, dass er vor dir salutiert, General. Weißt du viel über Pferde?
Du kennst dich gut mit Pferden aus. Auskennen trifft's nicht ganz. Morvran ist ein echter Experte. Pferde sind ehrlicher als Menschen. Ich bin sehr gespannt, wie du dich im Sattel hältst, Hexer. Ich versuche, nicht runterzufallen. Wie wär's mit einem kleinen Rennen? Deswegen bin ich nicht hier. Lass mich nicht betteln, Hexer. Weißt du was? Wenn du gewinnst, kriegst du meinen besten Sattel. In Nilfgaard gemacht. Aus herrlich gegerbtem Leder. Ein Sattel können wir gebrauchen. Warum nicht? Würde gern sehen, ob dir dein Wissen über Pferde auch im Sattel nützt. Stimmt nicht. Gut gesprochen. Welches Pferd wählst du, Hexer? Auch nie mein eigenes. Ich will den grauen. War das Cantarella? Die graue Stute sieht schnell aus. Außerdem kannte ich mal einen Mann namens Kahir. Ich nehme sie. Ich reite nicht mit, aber dafür wette ich. Nimrod gewinnt. Der Reiter spielt keine Rolle. Wenn das so ist, versuche ich mein Glück mit dem sirikanischen Braunen. Wir sollten nicht länger warten. Fangen wir an. Hoffentlich war das die richtige Entscheidung. Kann ich die irgendwie beruhigen oder ein bisschen schneller machen? Reiter, bereit? Nicht das Pferd schonen. Sie an. Hey! Los geht's. Los geht's, Hexer. Zeig mal, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Momentan liege ich vorne, nur dass du es weißt. Nicht das Pferd schonen. Mach ich nicht, aber ich gewinne. Es wird einfach. Ich liebe dieses Tempo, diesen Wind. Schön, wenn ich stehen bleib und die Straße blockiere, kommen die auch nicht weiter. Ich liebe dieses Tempo, diesen Wind. Er kommt nicht an mir vorbei. Dafür sorge ich. Meins. Meins, meins. Das war atemberaubend. Ein famoser Sieg. Danke. Für jemanden, der nicht reiten kann, hast du dich vorzüglich im Sattel gehalten. Mein Glückwunsch. Das ist deins. Überlegener Rennsattel. Dürfte ich wohl jetzt mit der Kammerzofe sprechen, Herrin? Ach ja, Molly. Deswegen bist du ja überhaupt hier. Die stämmige junge Frau dort, das ist sie. Sprich mit ihr. Und komm zu uns, wenn du nach Novigrad zurückkehren willst. Wir reisen gern mit dir zusammen. Diese Jugend heutzutage. Alle weich in der Birne. So, hallo Molly. Ich bin Molly, Herr. Du wolltest mich sprechen? Nenn mich Geralt. Geralt? Der Geralt? Dem Rittersporn ein ums andere Mal das Leben gerettet hat? Ja, eigentlich ist es eher andersrum. Stimmt alles. Nur andersrum. Ich bin es, der ihn ständig retten muss. War es etwa nicht Rittersporn, der in Flotsam deine Schlinge aus 100 Schritt Entfernung mit einem Pfeil durchgeschossen hat? Was? Rittersporn kann doch gar nicht... Ach, was soll's. Irgendeine Idee, wo unser Meisterschütze stecken könnte? Nein, leider nicht. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Die Baronin ist nicht erfreut, dass wir uns kennen. Sie hält Rittersporn für einen nichtsnutzigen Faulpelz. Stell dir nur vor. Richtig einstellen. Aber vielleicht kann dir seine Schwester helfen. Ein so nettes Mädchen. Erinnerst du dich an dein letztes Gespräch mit ihm? Erinnerst du dich an dein letztes Gespräch mit Rittersporn? Na klar. Er wollte etwas Geld für eine Barke leihen. Was? Wozu braucht er denn eine Barke? Für eine romantische Bootsfahrt im Mondschein auf den Kanälen. Er sprach von Erdbeeren und diesem Perlwein und er wollte mir ein Ständchen singen, aber seitdem ist er weg. Er hat gar keine Schwester, wusstest du das nicht? Dir ist klar, dass Rittersporn gar keine Schwester hat? Und ob er eine hat? Ich hab sie doch gesehen. Aber sie sieht ihm überhaupt nicht ähnlich.
ist blond. Vielleicht haben sie verschiedene Väter. Hm. Und auch verschiedene Mütter. Vielleicht. Aber er hat sich um sie gesorgt, so wie er ihre Sachen getragen hat und... Weißt du, wo ich sie finde? Rittersporns Schwester? Leider nicht. Immer wenn ich gefragt habe, wann wir sie besuchen, ist er ganz still geworden und hat das Thema gewechselt. Okay, dankeschön. Danke, Molly. Warte. Bevor du gehst, habe ich noch eine Bitte. Rittersporn hat versprochen, mir seine Briefmarkensammlung zu zeigen. Er hat's nie getan, aber ich würde sie so gern sehen. Wird nicht schwer, ihn zu überreden. Er zeigt sie liebend gerne. Jeder, die er trifft. Oh, das ist wundervoll. Danke und viel Glück bei deiner Suche. Die hat unsere ganzen Anspielungen nicht verstanden. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Die hat ganz Anspielungen nicht verstanden. Jede, keine Schwester. Ach, egal. Ah, Geralt, da bist du ja. Geklickt. Wollen wir zusammen zurückreiten? Jo. Sehr gern. Ist ein langer Weg bis Novigrad und mit Begleitung erscheint er nicht ganz so lang. Sehe ich auch so. Nun dann los. Hoppeldi-hopp, hoppeldi-hopp, hoppeldi-bobbeldi-bobbeldi-bob. Da sind wir da. Oder auch nicht. Es lädt und lädt. Können wir jetzt einbrechen? Wusch, Kamerafahrt. Nach oben und... Es dampft. Und da wären wir. Danke für deine Gesellschaft. Danke für den Sattel. Gleichfalls. Mach's gut. Ah, Geralt. Was kann ich für dich tun? Ist mir egal. Mach's gut. Zieh mir nicht auf den Sack. Geh einfach weg. So, Inventar. Wir haben ja einen neuen Sattel. Wo ist er denn? Sattel. Knopf. Unser, der bringt 50 Ausdauer und den wir haben, nur 20. Dann immer her damit. Ja, deswegen Ausrüstung gucken wir demnächst mal. In einer der nächsten Folgen. So, wir können ja hier wieder nicht schnell reiten. Blöde Stadt. Hier ist doch genug Platz. Wie ich das wagen kann. Ja, auf meiner Stirn steht, ich darf alles. Komm schon, Plätze. Auf meiner Stirn steht, ich darf alles. Ein Pferd und Treppen. Hm. Nicht ganz hoch. Super. Oh, jedes Mal drücke ich doppelt. Aber egal, jetzt sind wir da. Hallo. Entschuldigung, ich suche Marabella. Das bin ich. Warte draußen, wir haben noch Unterricht. Na gut, ich warte. Ich warte. Es dauert nicht lange. Ich kann leider doch nicht kommen. Sieht nach Regen aus. Ja, gut, dass du es merkst. Das war der falsche Knopf. Wir meditieren mal eine Stunde. Einem Mann, du Ratte, gesagt hat. Und dann hat er ihn umgebracht. Immer noch nicht. Fertig. Nehmt eure Sachen und geht nach Hause. Das klang doch gut. Ob der Rattenfänger wieder gesund wird? Das stimmt nicht. So, hallo. Darf ich dich kurz sprechen? Ja. Was willst du? Ich weiß, dass du dich mit Rittersporn getroffen hast. Oh ja. Der längste Nachmittag meines Lebens. Hat er dir Gedichte vorgetragen? Nein, wir haben zusammen die Welt der Pilze in Bildern durchgeblättert. Hm. Vielleicht... Nein, ich will lieber nicht wissen, was er sich dabei gedacht hat. Schimmel. Darum ging's ihm. Als er seine Hand von meinem Knie nahm, um auf das Bild eines Penicilliums zu deuten, wusste ich, dass es vorbei ist. Hast du ihn danach noch gesehen? Hast du ihn noch mal gesehen, nach dem Vorfall mit den Pilzen? Nein, ich habe sogar überlegt, ihm noch eine Chance zu geben.
Er hat ein Herz aus Gold. Er braucht nur etwas mehr Disziplin in seinem Leben. Aber er ist nicht wiedergekommen. Also glaube ich, dass es vorbei ist. Er hat ein Gedicht über dich geschrieben. Ich habe ein Gedicht von Rittersporn über dich gefunden. Darin beschreibt er dich als sehr begabt. Wirklich? Hat er meine Poesie erwähnt? Pferde haben mich schon immer fasziniert. Ich wollte schon lange ihre edle Schönheit besingen. Hast du meine Texte bei Rittersporn gesehen? Nur Versuche, ja. Aber mich würde interessieren, wie du sie findest. Nein, nichts gesehen. Höher! Ihre schlanke Peitsche durch die Lüfte flog. Höher! Ein Knall und das Tier gehorchte ihr. Der Hengst jetzt zwischen ihren Schenkeln tanzte. Schon war voll Schweiß das ganze Tier. Tut mir leid, ich verstehe nicht viel von Poesie. Ich auch nicht. Von daher, tschüss. Danke für deine Hilfe. Lebe wohl. Adieu, adieu, adieu. Wo ist mein Pferd? Das hat wehgetan. Entschuldigung, du stehst halt im Weg. Kann ich auch nicht helfen. Ich will mal nur jammern. Ich gehe doch in die falsche Richtung. Wo zur Hölle schickt er mich hin? Warum reite ich nicht einfach nach rechts und da hoch? Wieder. Hey. Es ist doch um einiges einfacher, wenn ich da die Treppe wieder hochgehe. Auch wenn das plötzlich nicht so mag, aber... Hey. Es geht schon. Das schaffst du. Super. Super gemacht. Okay, gleich sind wir da. Ein Häuschen da oben. Dann hab ich das Weichei. Langsamer. Nein, der Arsch. Was zu? Was willst du? Ich suche sie. Ich will Rosa Baatre sprechen. Oh, Kumpel, und was ich erst will. Fräulein Rosa empfängt nicht jeden. Ich bin Geralt von Riva, ein Hexer. Wenn Fräulein Rosa sich in eine Striege verwandelt, wird ihr Vater sicher nach dir schicken. Aber sie zeigt noch keine Symptome, also wirst du nicht gebraucht. Und jetzt zieh Leine. Danke, wir brauchen keinen Hexer. Ich hätte sagen sollen, ja, ich bin Schwertkampflehrer, aber okay. Gehen wir mal da drüber zu gehen. Das klappt. Weiß ich nicht. Dann gehen wir eben durch. Nicht oben drüber, sondern durch. So, Leder war noch nicht offen. Komm schon, du kommst da hoch. Vielleicht nicht ganz so gewollt, aber... Wer bist du? Was willst du hier? Antworte sofort oder ich rufe die Wachen. Tut mir leid, mich reinzuschleichen, Fräulein. Ich bin Geralt, ein Freund des Barden Rittersporn. Geralt von Riva? Der berühmte Hexer aus den Balladen? Was treibst du hier, Vagabund? Wie bist du reingekommen? Bei der großen Sonne, ich habe niemanden reingelassen, edle Dame. Ruhe, lass mich das machen. Hüte deine Zunge. Dies ist Frédéric Francis de Bergerac, der neue Schwertkampflehrer, nicht? Zeig ihm den Übungsraum. Ich bin gleich da. Aber Fräulein, das ist ein Hexer. Er hat es am Tor selbst gesagt. Hauptmann, meinst du, Rosa Baatre würde sich von einem dahergelaufenen Trampel ausbilden lassen, der sich Schwertmeister nennt? Die Baatres verlangen das Beste. Und das sind Hexer. Bring ihn in den Übungsraum. Sofort. Jawohl, Fräulein. Ups. Ich hätte vielleicht gar nichts sagen sollen. Einfach Schwertdämpfer. Ich bin ein Schwertdämpfer. Willst du mich hauen, hä? Ja, trau dich.
Ich hoffe, dir ist klar, worauf du dich eingelassen hast. Hoffe ich auch. Fräulein Rosa hat ein animalisches Temperament. Kennt keine Gnade, wenn sie ein Schwert in der Hand hat. Och. Schnapp dir ein Holzschwert. Und pass auf, dass du dem Fräulein nicht wehtust, sonst lernst du den Botschafter kennen. Komm mit. Ja, ich habe zwar ein Holzschwert, aber ich benutze es nicht. Ich habe eine Fleischpeitsche. Das passt gerade so gut. Ich kämpfe mit der Fleischpeitsche, nicht mit dem Holzschwert. Du bist mein neuer Lehrer? Na sowas. Diesmal hat sich Papa ja wirklich Mühe gemacht. Nehmen wir erstmal Holz. Zeig, was du drauf hast. Ich hab geblockt. Komm näher. Wieso kann ich mit dem Ding nicht blocken? Was sollen denn zwei Schwerter, wenn du eh nur eines führen kannst? Peng, peng, peng. Peng, peng und nochmal peng. Verdammt! Gut gekämpft. Du bist viel besser als der Letzte. Ich bin eigentlich gar nicht dein Schwertkampflehrer. Ach, wer bist du dann? Und wie bist du reingekommen? Hatten wir das nicht besprochen? Bild ich's mir ein oder haben wir eben darüber gesprochen? Im Garten. Im Garten? Ja, richtig. Im Garten. Also, was sagtest du noch gleich, warum du hier bist? du bist nicht übel mit dem Schwert. Ehe ich frage, muss ich sagen, dass du recht gut mit dem Schwert umgehst. Lass nur deine linke Flanke nicht offen, wenn du ausweichst. Oh ja, schreckliche Angewohnheit. Werde ich einfach nicht los. Hatte gehofft, jemand aus Novigrad könnte mir dabei helfen. Aber verwirr mich nicht mit Ratschlägen. Du hast schon gestanden, dass du nicht zum Training hier bist. Ich muss dich was zu Rittersporn fragen. Ich wollte nach deinem Rhetoriklehrer Rittersporn fragen. Rhetoriklehrer? Zum Lachen. Als solchen hat Papa ihn eingestellt, aber er hatte daran kein Interesse. Meist hat er Laute gespielt und gesungen. Wollte wohl jemandem den Hof machen. Also hat er nicht... Aber ihr hattet doch irgendein Verhältnis. Wenn du es ein Verhältnis nennst, das er mir nachstellte, jedenfalls lief zwischen uns nichts. Meine Schwester hatte ihren Spaß auf unsere Kosten. Doch genug geplappert. Kämpfe! Ich verlange eine Revanche! Yeah. Okay, du kriegst eine auf den Deckel. Ja, komm. Du hast keine Chance. Ich hau einfach drauf. Auf! Verdammt! Auch wenn du kein Lehrer bist, solltest du einer werden. Willst du mir nicht ein paar Stunden geben? Okay. Ausnahmsweise. Einer Dame darf ich nichts abschlagen. Was turtelt ihr Täubchen denn da? Du hast mich nach meinem Verhältnis zu Rittersporn gefragt? Nun, hier ist die Urheberin des Durcheinanders. Edna war Atre, größte Unruhestifterin nördlich und südlich der Yaruga. Moment, dann warst du das im Garten? Natürlich war ich das. Warum? Wollte Rosa dich für dumm verkaufen? Nicht böse sein. Das ist ein uraltes Spiel. Wir wurden schon immer miteinander verwechselt. Ah, Rittersporn hatte Mühe, euch auseinanderzuhalten. Dann hat auch Rittersporn euch verwechselt? Gelegentlich schon. Das hat Rosa aber schnell aufgeklärt. Wenn du kurz deinen gehässigen Mund halten würdest, liebe Schwester, könnte ich erklären. Edna hat Rittersporn Liebesbriefe geschickt, unterschrieben mit meinem Namen. In seiner Eitelkeit ist er darauf reingefallen. Ich dürfte mich der Avancen des alternden Baden erwehren. Rosa, es war doch nur gut gemeint.
Ich fand, dass du Hilfe beim ersten Schritt brauchst. Du bist bei jeder seiner Balladen errötet. Hör auf, sonst singt er als nächstes bei deinem Begräbnis. Ganz ruhig, die Damen. Beruhigt euch, meine Damen. Kein Poet ist einen Streit unter Schwestern wert. Schon gar nicht dieser. Hört mal, ich will nur eins wissen. Habt ihr Rittersporn in letzter Zeit gesehen? Edna vielleicht. Ich jedenfalls nicht. Liebe Schwester, ich würde mich doch nicht mit einem Mann treffen, für den du heimlich brennst. Brennen? Für einen, der ständig die Talente einer anderen preist? Dazu bin ich nicht dumm genug. Was da noch rauskommt, sehen wir aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!